Ah, dass man mittlerweile überall spawnen kann, ne? Alter, wo sind wir denn hier? Mal andere Dinge angucken. Oben, das haben wir uns schon angeguckt, Alter. Hier kannst du direkt am Strand aufwachen, ey. Schon ziemlich cool. Ja, was geht? Was geht? Alter, die wollen uns einen Mord anhängen. Ja, die Frage ist, ist der wirklich tot oder nicht, ne? Wir haben jetzt gerade schon bei den Krankenhaus angerufen. Wir haben da jemanden, der gleich in die Akte reinguckt und guckt, ob der wirklich tot ist oder nicht. Kurse hat gesagt, dass die Alte hat den gestern in die Leichenhalle besucht. Ja, die Frage ist, stimmt das oder stimmt das nicht, ne? Erzählen kann man halt viel, ne? Aber ich hätte gedacht, der Nothelikopter holt den ab oder sowas, ne? Ja, die Medics waren ja noch da, die sind sogar nochmal zurückgeflogen. Die haben mich ins Krankenhaus gebracht und dann sind die nochmal zurückgeflogen und zu den anderen beiden, ja. Was geht ab? Oder? Was geht? Scheiße. Wenn er wirklich tot ist, ne? Fuck. Alter, aber guck mal, ganz ehrlich, wie kann man denn so eine Behinderung sein? Ah, ich gebe einen Stich auf seine Schwester und er eskaliert voll. Also ich kann, natürlich ist der Emotion geladen, wenn er mit ansehen muss, wie ich einen Stich seiner Schwester gebe. Ha? Aber den ganzen Grove Street steht um ihn rum und er prügelt auf alle auf einmal rum. Ja. Vor allen Dingen hast du vorher noch zu beiden gesagt, ich töte euch nicht, ich gebe euch halt nur einen Stich, ne? Ich wollte, dass die ein Andenkennarbe an mich haben, dass genau. Man nicht einfach ein Mietnomade bei mir ist und es dann lustig findet, weil mit mir kann man es ja machen, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir mit den Ballern fahren, ne? Dann können wir, falls... Ja, ich muss bei einem fahren. Meins ist irgendwo am Arsch der Welt. Ich weiß nicht, wie das da hinkommt. Trix, holst du deinen? Mhm. Wir haben unseren hier oben stehen, ne? Das ist eine Geschichte, die kannst du nicht ausdenken. Die kannst du immer erzählen, Mann. Mal später deinen Enkelkindern und Enkelenkelkindern. Kannst du erzählen, damals habe ich mit Grove Street zusammen haben wir Menschenfresser getötet. Ah, mach die weg, Alter. Das ist der Plan. Wenn du die Alte mal zwischen hast, dann ruf mich mal an. Also mach ich. Dann lache ich die mal aus, von wegen Abstechen und Aufschlitzen. Immer große Fresse, alles klar, ja, dann viel Glück. Okay, bis später, Mann. Warte mal. Alter, da knallt's gleich. Stell dich hier einfach mal hin, mal gucken. Ey, ich will keine Schüsse fangen, Alter. Ich hänge an meinem Leben. Ja, nicht auf uns, auf die. Ja, geil, dann können wir zu Hood fahren, ha? Dann kriegen wir gleich wieder großes Kino geboten. Ja, ne? Wir fahren erstmal nach Hause, Jesse ist hat da. Wer Popcorn? Ja, ab wir nach Hause, die Bühne geht da weiter. Ha? Beinen überfahren. Links ist der Kroll, ha? Der da. Kroll! Steig mal da ins Auto, bitte. Steig mal in den Auto ein, in den schwarzen. Was denn? Hier sind zwei schwarze. Welches denn jetzt? In denen, der nicht voll ist. Rechts von dir. Oder was? Ja, genau. Sie. Soll die das von gestern oder wer? Ja. Steig mal hinten. Ja, wie der Zufall ist will. Alle Schnappatmung bekommen. Wie der Zufall ist will. Da kommst du sogar. Weg hier. Ja, diese okay. Da gibt's jetzt da. Gleich. Ja, aber wir sollten trotzdem nicht irgendwo erstmal stehen. Ey, ich sehe niemanden oben, ne? Ja, vielleicht verpissen sie sich noch, weil sie zu wenig sind. Sag mal eben aus, ich pack das Auto. Aber wollen wir mit dem Kroll vielleicht auf den Skatepark gehen oder so? Muss ja nicht auf dem Präsentierteller stehen. Was geht ab, Kroll? Ja, schönen guten Tag, ne? Was geht ab hier? Wie ist gewesen seit gestern? Oh, weiß nicht, ne? Ein paar Flaschen Whisky mir reingeböllert und dann bin ich schlafen gegangen, Meeting Porno und Tiefgarage. Hast du nochmal was gehört wegen der Nummer gestern? Die Frage ist ja, ist der überhaupt jetzt wirklich tot? Wir haben immer noch nicht die Bestätigung. Ja. Haben wir die Bestätigung? Ja. Und die Verrückte will euch jetzt anpissen ans Bein oder was? Mhm. Ah, dann legen wir jetzt die Verrückte um und dann können wir ihr erzählen, was wir wollen. Die macht sogar Morddrohungen. So, haut rein, Leute, noch einen schönen Abend. Rein. Ja, ciao. Mach's gut, Mann. Hau rein. War der denn im FAB Tower oder wo war der? Sie, komm, wir fahren da einfach mal hin. Die werden uns alle? Ja nicht, wenn wir jetzt alle da auftauchen, werden die uns ja nicht alle da jetzt einen Zugriff machen, oder? Könnten sie rein theoretisch, aber können sie auch hier machen. Also ja, daher. Eben, also scheiß drauf, lass da mal hinfahren. Okidoki. Ja.
Mach mal Musik an, don't da be. Geile Anlage, Mann. Ja, auf jeden Fall. Bevor ich sie gleich in Zöse machen, ja. 2020 ist schon raus, ha? Ich hab's schon laufen sehen. Warten wir mal, bis wir empfangen werden. Was geht ab? Guten Tag, die Herrschaften. Was kann man Ihnen Gutes tun? Wir sind Guten hier Tag, wegen den FIB. Wegen dem FIB? Sie. Die waren sich nicht sicher, ob wir hier kommen oder ob die zu uns kommen oder ob die ein bisschen Angst haben, zu uns zu kommen. Wir haben ein Gespräch mit Stark und Gutmann. Mit Stark und Gutmann. Gut, alles klar. Ich werde die einmal telefonisch anrufen und Bescheid sagen, Sie. Dass sie hier sind. Sie. Alles klar, ein wenig alles Geduld, klar. Bitte. Kein Problem. Jo. Hat einer was zu trinken für mich? Ja, ich habe hier gerade Sprite für alle verteilt. Das wäre voll geil. Hast du noch eins für mich? Ey, Mr. Stark, haben Sie eine Frau? Ja. Nein. Ich kann dir noch sowas anbieten. Unlucky, und dann bekommst du das komplett Set. Danke. Heute. Kein Vielen Problem. Dank. Gut. Ich komme häufiger in friedlicher Absicht, Alter. Hier gibt es Essen und Trinken für Frieden. Da gibt's immer was hier. Gut, dann angenehmen Aufenthalt. Wem gehört der Fernsehen? Ich weiß nicht, was steht denn drauf? Können wir das mal umschalten, das Welche Programm? Welche Rolle haben Sie hier, der nette Mann, der mir gerade Essen gegeben hat? Ich bin Richter. Richter und Staatsanwalt. Kein Kops, hä? Keiner vom FIB, hä? Gott, aktuell. Okay, Jungs, kommt. Dreht euch mal kurz um. Prinzipiell. Und sonst, was sind eure Hobbys so? Ja, hier spielt die Musik. Okay. Ja. Ab geht's. Let's go. Und der andere hier? Guck mal, das Stark. Hobbys. Ich meine. Ja. Au! Ihr müsst mich ja nicht direkt gegenseitig schubsen hier, oder? Brauchen wir gerade 7 Mann, um einen Fernseher zu verladen? Der ist groß, ha? Guck mal, wie riesig der ist. Da lassen wir jetzt die Filme von der Busch laufen, Miguel. Was soll das denn heißen? Mein Telefon klingelt! So, schnell, schnell abschalten! Ola! Ich hoffe, du bringst den Bildschirm zurück. Wer bist du? Schlimm! Hier ist Agent Stark vom FIB. Da ruft mich Stark an und sagt, wir sollen den Bildschirm zurückbringen. Du bist in einem Einsatz bei einer Schießerei! Woher weißt du das? Ich habe meine Augen und Ohren überall. Und ehrlich? Ich stehe im FIB Tower gerade. Ganz schön leere Wand hier. Ihr solltet da mal was aufhängen, ein Bild oder so. Sie, ich würde auch was drüber machen. Vielleicht Porträt von mir, machst du ein Foto? Warte mal, im Fernsehen. So, wer ist jetzt hier wer? So, ein wunderschön. Foto, soll Hallo. Draufsteht, wunderschön. So, warte mal, du bist ein FIB und du bist ein FIB. Nee. Ja. Nee, nur die Glatzen. Also die beiden rechts hier. Ja, das habe ich doch gesagt. Erster Fahrstuhl. Erste. Scheiße, das Ding stürzt uns kurz zusammen. Auf wie viele Personen ist der ausgelegt? Weiß es nicht. Claire, du darfst nicht mitfahren. Halt die Schnauze, du bist fett. Nein. Also wo Claire reinging, hatte ich Angst, dass er stecken bleibt. Halt die Schnauze, du bist fett. Okay, ja, Gott, Mann, viel Spaß dir. Ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen denken, wir hätten das ausgedacht, du, das ist so ein Scheiß, aber das ist kein Scheiße jetzt. Es ist so, ich habe Kontakt geraten mit einem Typen. Ich dachte, er wäre neu hier oder so etwas. Wir haben Nummern ausgetauscht, bisschen gelabert und so weiter. Dieser Typ, ein sehr netter Typ, in meinen Augen, irgendwann er hat angerufen, ich konnte Gespräch mithören, wie der scheinbar alles in diesem Gespräch, also er hat mich gerufen, aber er war nicht so richtig da, wisst ihr, wie ich meine? Also als wenn Telefon er auf Schoß gelegt hätte oder so etwas. Okay, ja. So, und ich konnte sehr merkwürdige Sachen mithören, was danach klingt, als wäre dieser Typ in Gefahr gewesen. Und so klang es in dem Augenblick, die wollten eigentlich gerne alleine da sein mit diesem Typen, weil die ihn fressen wollten. Wie viele, also der Typ und wie viele weitere Personen, 2 Stück? 2 andere, eine Frau und ein Mann. So, und die wollten sich den in den Magen zischen. Frag mich nicht, keine Ahnung. Das glaubt dir am Ende keiner, dass Kannibalen hier leben. Auf jeden Fall, ja, ich war sowieso schon 180, könnt ihr vorstellen, ne? Weil mir klar war, guck mal, hier, das sind die Typen. Ja, aber wirklich zur Rede stellen, wieso die in mein Haus wohnen und so weiter, ist nicht so möglich gewesen. Oder ich wusste ja nur von der Frau, ob der andere Type auch dazu gehört oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ging die ganze Geschichte weiter. Die sind halt völlig am Rad gedreht und fanden das auf einmal geil, dass so viele Leute da sind, weil so viele Leute bedeutet mehr Fleisch, was
was sie essen können. Und naja, dann ging es auf einmal sehr schnell. Die Alte holte das Messer raus. Der Typ hat ein Messer draußen. Ja, der Typ stand noch einen Meter weiter weg. Die Alte geht auf Isaac los und schreit, während sie mit dem Messer auf Isaac losgeht und ihn schneidet, dass sie sich Essen aus ihm rausschneiden will. Zitat, sie will sich Essen aus ihm herausschneiden. Ob das Zitat ist, genau kann ich nicht sagen. Aber in der Art, auf jeden Fall, dass sie ein Essen aus ihm nehmen will oder so etwas. Und dann, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich belaste jetzt selber mich, aber ich habe nicht lang gefackelt, habe ihr einen Stich gegeben. Ne? So, und in diesem Augenblick oder kurz nachdem ich sie einen Stich gegeben habe, dieser Typ auch die ganze Zeit irgendwie am Rumbrüllen, irgendwas mit Gift haben sie geschrien und ich weiß nicht, Gift in ein Körper und so ein Scheiße, keine Ahnung, ich krieg nicht genau zusammen. Auf ganz kleinen Moment, nur zu meinem Verständnis, sie haben die Dame aus, ja, wie sie sagen gerade, mutmaßlich Notwehr, haben sie dir einen Stich mit einem Messer verpasst. Aber mit vollem Anlauf, ich habe die aus dem Leben gestochen, die alte Frau. Die hat mich ja schon gestochen, also... Jetzt. So, auf jeden Fall, dieser Typ, auch mit seinem Messer draußen, holt auch aus, will auf Isaac gerade auch drauf gehen oder auf mich oder ich weiß gar nicht auf wen, weil wir sind so ein bisschen auf so einem Berg gewesen, ja, alles ist ein bisschen rumgematscht an Leute gewesen. Naja, da holt der Typ, den die den zuerst fressen wollten, holt seine 50er raus und zwirbelt dem die Fresse weg, ne? Das wird jetzt weitere Ermittlungen nach sich ziehen, das ist klar. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich bei Ihnen. Andersrum genauso. Ich werde natürlich auch noch mit den Zeugen, den Sie mir gerade genannt haben, beziehungsweise wo Sie mir die Telefonnummer gegeben haben, mit dem werde ich Kontakt aufnehmen, da nochmal Aussagen aufnehmen. Und ja, wir werden dann sehen, was dabei rumkommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aussage. Natürlich. Sie wissen ja auch sonst, wo Sie uns finden, ne? Laptops und Fernseher bleiben alle hier, ist klar? Das haben wir gar nicht gehört. Was? Was? Wir dann gehen wir jetzt. Nein. Was ist mit dem Fernseher? Herr Schlotto. Herr Schlotto. Herr Schlotto. Herr Schlotto. Herr Schlotto. Raus hier. Wiedersehen. Herr Schlotto, bleiben Sie stehen. Nein. Jetzt mal offiziell als, Herr Schlotto. Ich möchte Sie nicht tasern, Herr Schlotto. Ich wollte schon immer Laptop haben. Ja, dann kaufen Sie sich einen. Ich wollte schon immer Laptop haben. Geh weg. Ich muss... Geh weg.